Wie gesagt, jetzt kommt das Tropenholz zum Einsatz. So, der erste Versuch mit Tropenholz. Ja, sehr schön. Sehr guter Eindruck hat er schon gemacht. Ich find's gut, oder? Vielleicht könnten wir nochmal hier so rohholzmäßig was reinbauen. Damit man nicht so einen krassen Übergang hat. Ja, das geht gut. Das worked. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das hier oben bauen sollen. Da haben wir auch ein bisschen Space, so ein bisschen Platz. Wir reden jetzt immer auf Englisch and German. Ja. Also wundert euch nicht. Bilingual. Haha. So. So, das hier wegruppen. Wie gesagt, ich werde dann irgendwann mal so eine Bilanz oder sowas ziehen. Wer das gerne haben will, wer das nicht haben will. Und dann schauen wir mal. So, die Steindings-Scheiße brauchen wir auch gar nicht mehr. So, alles klar. Jetzt haben wir natürlich auch noch hier so ein paar Sachen. Dann haben wir jetzt auch eine Verwendung hier für bekommen. Ich würde sagen, die Wände machen wir dann aus diesem Material. Das sieht eigentlich ganz nice aus. So, 64. Ja, das sieht gut aus. Könnten wir vielleicht auch nochmal so ein Bild implementieren, so als Texture Pack und dann so eine Scheiße oder sowas drauf machen. Ey, das wäre geil. Das wäre richtig geil, wenn wir da so ein Bild hätten, so ein, und dann irgendwie so WC oder so. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Da hätten wir auch mal so ein Texture Pack, dass wir auch nochmal self, also dass wir auch nochmal individuell machen. Ne? Wir reden ja hier von Individualität. Tät. So, das Gute daran ist, dass man das immer wieder weghauen kann, dieses Steinstufen-Dings. Was ja zur Folge hat, ne? Wir reden ja hier auch hier, was das zur Folge hat. Also das war früher zum Beispiel so auch mit irgendwelchen Materialien, die man sich craften konnte, dass die extrem schwierig abzubauen waren. Ich sag nur Redstone. Für die Leute, die nicht wissen, was ich meine, die haben das wahrscheinlich noch nicht so lange gespielt im Minecraft. Redstone, da musste man wirklich eine Stunde dran stehen. Also an den Rohstoff, an dem Erz. Da muss man wirklich so lange dran stehen, ey. Da hat man wirklich, glaube ich, 2 Jahre dran gestanden. Gefühlte 2 Jahre und dann irgendwie, oh, das war so nervig. Nee, das war falsch. So, dann machen wir so einen kleinen Abgang. Also so eine. Okay. Oh, das war falsch. Wie wir das WC reinhammern, also wie das genau aussieht, bin mir noch nicht so sicher. Werde ich dann in der nächsten Recording-Session, glaube ich, mal machen. Ich werde mich dann mal so umgucken auf YouTube, wie die das so meinen, wie das so gut aussieht. So, das ist auch voll die Stone-Verschwendung hier. Also, was wir da gerade an den Seiten oder an den letzten Folgen gemacht haben, an den Seiten. Ich meine, hier das, ne? Das sieht man ja im Endeffekt gar nicht. Ist voll die Verschwendung, aber. Ja, wir sind ja rich hier, ne? Rich. Pretty rich sind wir. Nicht Witch, sondern Rich. Richie. Alles klar. So, Stone. Da haben wir unseren Stone. Alles klar, So, mal gucken, wie das so aussieht mit Zaun. Ja, das worked. So, dann platzieren wir das hier ran. Und auch zwei... Ah, scheiße. Zwei... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Zwei Schilder.
Dann haben wir das Ganze auch sehr gut hier implementiert. So, dann ne, die nächsten zwei. Ich habe jetzt keine Stufen mehr. Das machen wir dann irgendwie nächste Mal oder so. Alles verschieben. So, hier als, ne, als Material hier oben. So, Holz, was mäßig. Vielleicht könnten wir ja da oben so ein Chest reinbauen. So, als kleine versteckte Truhe. Naja, so Piratenschatzmäßig. So, Fackeln. Alles klar, da machen wir irgend so eine Truhe hin oder so. Also obligatorisch, ne? Wir machen natürlich da nichts rein. Ne, das war falsch. Kein Dirt, sondern hier Holz. Alles klar. So, und in ein paar Wochen haben wir auch Sommerferien. Also, ich bin natürlich noch Schüler und so und was. Und so ein Kack halt, ne? Ich freue mich. Und da werden wir halt, da werde ich, glaube ich, so viel für den YouTube-Channel machen. Da habe ich so viel Zeit für euch. Da werden wir halt ganz, ganz viel, ja, User-Interaktion, glaube ich, machen. Ich werde da öfter mal Livestream machen, also nicht einmal irgendwie im Monat oder so, sondern wirklich öfter als möglich, ne? Auch an guten Zeiten, zum Beispiel, ja, Samstag oder so, samstags, weil ich habe meistens so in der Woche was vor. Ich meine jetzt so am Freitags und so, Freitagabend ist immer schlecht, aber naja, okay. So, das Klo wird hier dann reingemacht. Hier werden wir dann noch so, ne, so und so weiter. So, alles klar. Also, dann machen wir da einen hin. Oder? So. So, hier haben wir noch eine Fackel. Alles klar. Das Gute bei dem Water Bottle, fällt mir gerade mal auf, ist, dass man ab der neuen Version, ab der 1.3, also ist im Moment so eine neue Snapshot rausgekommen, dort kann man auch das Ganze stacken. Also so Water Bottle mäßig. 1, 2, 3, 4. So, Rohholz, wie gesagt, werden wir in den nächsten Folgen dann irgendwann mal Farm gehen oder so. Geh mal Farmer. Rama spielen. So, alles klar. Hier nochmal. Hier mit Doppel, das ist immer ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, ich mache einfach mal so. So, wir gehen mal pennen nach oben. Da ist auch alles schon gewachsen, da müssen wir gleich nochmal herzischen. Ah, so, jetzt komm, lass mich pennen. Alles klar, dann haben wir den Weg nach da auch gleich fertig. Das ist dann auch sehr, very well. Ich würde sagen, ich packe erstmal alle Sachen raus und suche erstmal ein paar Schafe, damit mal wir... Ja, nee, doch nicht. Das war eine blöde Idee. Wir machen einfach so weit, wie wir jetzt gerade gemacht haben. So, hier ist Stone. Habe ich reingepackt. Okay. Glas. Also Glas ist auch sehr, sehr wichtig bei uns hier in dem Haus. Da kommen wir nie bei rum. Früher hat man ja auch statt Glas immer so... wie heißen sie nochmal? Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese... Ach, komm schon. Ich bin sehr vergesslich. Merkt er ja, ich... So, hier Holz. Holz. Zwei Rohholz. So. Hier auch nochmal was reinpacken. Hier was reinpacken. So. Ah, okay. Es wäre auch cool, dass die Mod auch so auf die Dingsbums hier eingeht. Zum Beispiel, wenn man jetzt das so gemacht hat, ne? Dass man dann irgendwie so dass sich das dann so anpasst. Dass das dann so weiß, okay, da und da geht's hin. Es gibt auch irgendwo eine Einstellung hier. Und zwar öffnen die Baumdatei des Elements oder Sortierungsregeldatei.
Nein. Okay. Das seht ihr gerade mal nicht. Ich lasse das mal. Also das ist halt immer... Ich muss mal gucken. Zur nächsten LP-Folge werde ich mich mal kurz da schlau machen. Ist, glaube ich, auch nicht so wild. So schwer. Sich da schlau zu machen. Schlau zu machen. Das ist auch mal ein bisschen so eine komische... Redende, so eine komische Art zu reden, ne? Ich mache mich schlau. Ja, das, ihr merkt schon, ne? Vieles, ja, macht mich irgendwie ein bisschen stutzig, ne? Stutzig, schon wieder so ein Wort. Mann, 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 wir leben auch hier in der Welt, du. So, dieses Mal haben wir sogar zweimal aufgeräumt in den Let's Play. Das ist ja echt, unfassbar. Hier übrigens haben wir auch noch ganz viele Chests, aber die wir gar nicht nutzen. Lassen wir einfach mal so liegen, ne? Ist ja auch ganz... Kann man ja auch mal machen. So, Sand. Sand tun wir hier irgendwo in Glas rein. Brauchen wir mal Glas. So, da haben wir Glas. Packen wir mal das Sand rein. Weil Sand und Glas ist ja... grundlegend das Gleiche. Wenn man so will. Alter, wir haben fast schon wieder einen Stack Kohle, ey. Das ist so richtig übel. Wie viel man hier wirklich farmt. Also, das ist schon mehr als krass. Ach gut,